Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Das Genua-Tief Vaia hat uns da in den letzten Tagen ja einiges beschert, und zwar nichts Gutes, Hochwasser und Murenabgänge. Unsere Wettercamps zeigen Uderns und Podersdorf. Podersdorf, also im Osten gelegen, da wurde natürlich verschont, aber im Westen unseres Landes, da ist es ordentlich zur Sache gegangen. Das Problem an der Sache war eben das Genua-Tief, Tief Vaia, das wandert jetzt aber Richtung Skandinavien und hat neben Regen auch manchmal schönes Wetter endlich im Gepäck. In Russland sowie in Nordskandinavien dominiert winterlich kalte Luft mit örtlichen Schneeschauern. Wir bleiben aber noch nicht ganz verschont von diesem ganzen Wetterwahnsinn. Das nächste Tief steht an. In Österreich heute ist es aber oft sonnig und tagsüber sehr mild. Im Südwesten zum Teil gibt es dichtere, tiefere Wolken. Rasch wird lebhafter bis kräftiger, teils föhniger Wind aus Ost bis Süd herangeweht, und Höchstwerte gibt es 10 bis 19 Grad. Wir schauen jetzt in den Westen, was ist denn da beschert? Ja, in den Nachmittagsstunden kann es wieder regnen. Dort ist man das ja langsam aber sicher schon gewöhnt, aber es ist eher unerfreulich. Die Regierung hat ja zugesichert, dass man bei den Aufräumarbeiten da die Hilfe auf alle Fälle zusichert. Im Osten ist es so, dass da die Wetterlage recht angenehm ist. Also wir bleiben da von den größeren Regenmassen definitiv verschont. Und hier auch der Regen ist wieder angesagt, auch morgen am 1. November. Aller Heiligen, aller Seen fällt da ins Wasser. Im Osten hingegen ist es recht angenehm, sogar recht schöne Temperaturen mit 18 Grad. Nur bewölkt ist es. Es gibt aber dann doch immer wieder auch im Laufe der Woche Sonnenfenster, trotzdem immer ein Mix aus Sonne und Wolken. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Thema des Tages.